Seit Jahren besuche ich Savas immer im Backstage, bevor er auftritt, und rap ihn seine Lieder falsch rum vor. Auszubringen. Du hast es schon oft genug geschafft, fast, Alter. Wirklich? Wenn du nicht der King of Rap bist, wenn du morgen auf den Mars musst, wer ist der King of Rap? So, da haben wir es. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Roos, das ist eine neue Folge von Was los? Freunde! Yes, yo, ich habe mich getroffen mit Cool Ass, Cool Savage. Von der Entfernung haben wir uns noch nie unterhalten, aber jetzt machen wir was mal so. Es ist nämlich kalt geworden, Freunde, und ich bin dick eingepackt. Ich habe mit Cool Ass gesprochen, natürlich über aktuelle Wahlgeschichten. Zwischendurch fällt natürlich der ein oder andere Konjunktiv. Das ist natürlich, weil wir uns getroffen haben, bevor Trump Präsident wurde. Ja, vor 2-3 Wochen haben wir uns getroffen und gequatscht. Ja, das Album Essadamus ist draußen. Das Feedback war ja großartig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Aber pass auf, Freunde, ich würde sagen, ich halte das Intro kurz und wir sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Hast du die Nachrichten heute dir reingezogen, wenn du aufstehst? Facebook, Nachrichten? Nee. Oder heute oder gestern? Nee. Diese Geschichte mit dem Syrer? Achso, dass er sich erhangen hat. Doch, das habe ich mitbekommen. Jetzt sind wir mal über Auge reden. Ein Selbstmordattentäter wird gefasst und schafft es, sich selbst umzubringen. Bei den Bullen, die eh schon die ganze Zeit in den nicht gerade den besten Ruf gemacht haben, hier in Sachsen. Wie waren deine Gedanken dazu? Beziehungsweise hast du die Gedanken dazu gemacht? Normalerweise saugst du auch immer sowas ab. Guckst dir das an und so. Ich habe so gedacht. Saugst du was ab? Ja, du ziehst dir das rein, oder? Saugst du was ab? Ah, oh Mann, immer. Ey, warum ist dein Ding ist immer der? Nein, Mann, das ist doch nur. Aber sag mal. Nö, ich dachte mir gedacht, so, da werden bestimmt faul, einige Alter. Köpfe rollen, Alter. Da wird auf jeden Fall der eine oder andere wird da richtig Ärger kriegen, weil die natürlich die Chance verpasst haben, da rauszufinden, was, ob das jetzt so ein Einzelgänger war oder ob das eine geplante Aktion war oder wie das Ganze aussah, weißt du? Ich habe gedacht, da ist doch was faul. Oder? So habe ich gar nicht gedacht. Also ich witter jetzt nicht, in jeder Sache sehe ich nicht eine Verschwörung irgendwie. Ja, ich auch nicht in jeder Sache, gar nicht, aber da habe ich gedacht, okay, da ist was faul. Mal keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich hab so die ganze Zeit gedacht so, wow. Ich habe das irgendwo bei Twitter gelesen. Jemand hatte geschrieben, zwei Syrer haben mehr gemacht gegen den Terrorismus als die ganze Pegida, AfD, Sippschaft, die die ganze Zeit so meinen, als die ganzen, auch die ganzen Gruppen, keine Ahnung, AfD, hast dich gesehen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, so, wie groß ist denn das Thema Terrorismus in Deutschland und so, weißt du? Da müssen wir schon auch mal realistisch sein, so, Alter. Ja, statistisch ist das ja, ja nichts. Bitteschön, statistisch und statistisch ist ja realistisch, so, weißt du? Und das ist, ich finde es schon, also ich glaube, jeder denkende Mensch findet das schon auch ein bisschen frech, dass man so offensichtlich eine Sache so instrumentalisiert und probiert, das auch für seine Zwecke zu nutzen und als Propaganda zu nutzen. Das ist schon brutal, Alter. Also man richtet damit sehr, sehr viel Schaden noch an, so, und man macht halt da echt zusätzlichen Hype, so. Ja, der Hype ist das Problem. Was sagst du denn als Berliner zu der Wahl? Hast du gewählt? Nein. Warum nicht? Müsstest du nicht wählen gehen eigentlich? Wer sagt das? Gibt ja verschiedene Ansätze. Was denkst du denn? Wenn ich es jetzt sage, dann denken die, ich habe eine Meise wieder. Also du denkst, wenn wählen was bringen würde, wäre es schon längst verboten. Man kann ja nur wählen innerhalb, also das ist so, ich finde, das ist so eine Wahl wie, entweder ich schieße dir den Kopf oder ich schneide dir die Kehle durch. Bei Trump und Hillary, welchen Idioten soll man wählen? So? Also, wie gesagt, ich hatte mit Falk eine längere Diskussion darüber und ich glaube, unserer Generation wird sehr, sehr stark eingeredet, dass wir das System, wir können zwar Fragen stellen, aber wir sollen das System an sich nicht hinterfragen. Mhm. Wir sollen nicht hinterfragen, dass es überhaupt ein System gibt und geben soll. Also man kann ja nicht wählen, dass man sagt, nö, ich hab prinzipiell auf diese Konfiguration, in der wir leben, habe ich gar keinen Bock. Ja. Du kannst nur innerhalb des Systems verschiedene Dinge wählen. Du meinst, dass es keine echte Alternative ist? Also, oder keine echten Alternativen oder echten Optionen gibt, meinst du? Naja, ich glaube. Meinst du? Ich glaube, solange
solange wir akzeptieren müssen, egal wen wir wählen, dass es Auslandseinsätze gibt, bei denen Frauen und kleine Kinder und Familien getötet werden. Das hat für mich nichts mit Humanismus zu tun. Das kannst du für mich persönlich, du kannst es für mich versuchen, so lange zurechtzureden, wie du willst. Das ist so. Wenn jetzt jemand auf der Straße jemanden totschlägt, dann kann er dir bestimmt 100 Argumente nennen, warum er das gemacht hat. Wenn er schlau genug ist, kann er das perfekt dir einbläuen, ja. Und in irgendeiner Form verständlich machen, so. Aber da musst du dich fragen, will ich mich überhaupt mit einer Person, die jemand anderen totgeschlagen hat, an einen Tisch setzen und mit dem darüber diskutieren? Ist es mir wichtig? Was er denkt? Oder wie seine Meinung ist? Oder kann ich nicht einfach sagen, ich finde das falsch? Ich persönlich finde das falsch, in einem System zu leben, wo wir über Leben und Tod zum Beispiel entscheiden dürfen. So. Und jeder, der von sich sagt, dass er ein Humanist ist, und dass er für die Menschen ist, sollte das falsch finden. Und solange wir nicht gemeinschaftlich sagen können, wir möchten das nicht, wir möchten, weißt du, also selbst, egal welche Partei, selbst die Grünen müssen zustimmen, wenn es Auslandseinsätze gibt. Oder müssen damit mitziehen, so. Was die auch machen. Ja, ja, meine ich ja. Also selbst die Grünen, deren eigentlich Frieden ist. Naja, deren Parteikonzept, oder? Die eingefleischten Pazifisten. Ja. Deswegen möchte ich das nicht supporten, so. Ich möchte davon kein Teil sein. Ja, das Problem, ich verstehe, was du sagst. Ich habe auch immer das Problem, dass die Parteien leider immer nur eine Art Kompromissentscheidung ist, weißt du? Wenn du wählst, du guckst in eine Partei raus, meinetwegen die Linken, die Grünen, egal. SPD, CDU. Wenn du mit denen d'accord bist, was die sagen. Aber es ist immer nur eine Kompromissentscheidung, weil am Ende des Tages, das, was die sagen, selbst wenn es die AfD ist, das, was sie sagen, wenn du das voll feierst, was die sagen, dass sie es nachher nach der Wahl machen können oder werden, ist auf einem ganz anderen Blatt. Deswegen, ich finde irgendwie komisch, dass wir es in den letzten 200, 300, 400, 500 Jahren nicht geschafft haben, ein besseres System für uns zu schaffen, wie Politiker uns unser Mandat sozusagen, was wir denen geben, wie wir das besser übersetzen. Nee, was sie sich genommen haben. Das System macht es so ein bisschen selbst. Das System von Wirtschaft, das System von Krieg, das System von Unterdrückung, das System, das sagt, das ist eine Grenze zwischen zwei Ländern, zwischen zwei Völkern, zwischen zwei Hautfarben, zwischen zwei Religionen. Ein System, was überhaupt differenziert zwischen Menschen. Wenn du dahinter stehen willst, okay, dann kannst du, dann macht es auch keinen Unterschied, ob du CSU oder CDU willst. Genau, da macht es nämlich gar keinen Unterschied. Warum meckern dann die Leute darüber, über die CSU, die sagt, Bayern bleibt Freistaat, wir sind ein eigenständiges Land und wir wollen unsere Gesetze und vielleicht, keine Ahnung. Dann braucht man auch nicht zu sagen, ja, in Amerika die Todesstrafe, das kotzt mich an. Nee, du akzeptierst so viel anderes Unrecht so und dann brauchst du dich auch nicht aufregen. Dann kannst du auch sagen, ich bin prinzipiell dafür, dass Menschen, könnte man dann sagen, dass Menschen als Rohstoff benutzt werden, dass Menschen ausgebeutet werden. Dann gibt es für mich auch Menschen zweiter und dritter Klasse, die nur noch gezüchtet werden, damit ihre Organe und Körperteile für die privilegierte, und ich sage nicht mal jetzt, ich spreche nicht von einer Elite, sondern für die Menschen, die ein Privileg haben. Zum Beispiel, wir sagen, wir Deutschen, wir sind die Besseren, wir sind die Guten. Und von mir aus alle Belgier. Belgien haben wir jetzt entschieden, das sind Menschen zweiter Klasse. Wir benutzen die nur noch als Rohstoff, als Arbeiter, als Sklaven, irgendwas. Zum Beispiel. Ja. Und nur weil man der Sklaverei einen anderen Anstrich gegeben hat, heißt es nicht, dass es sie nicht gibt. Also, ob du die Menschen früher auf dem Marktplatz hingestellt hast, in Ketten, und gesagt hast, welchen willst du von denen kaufen? Welcher sieht stark genug aus, dass er dich gut im Haushalt und auf dem Feld und so weiter unterstützen kannst? Oder ob du den Leuten sagst, du kriegst anhand deiner Bildung und anhand deines sozialen Grades gerade mal so viel Geld, dass du auch eine Kette anhast. Und du musst schön zur Zeitarbeit gehen, damit du wenigstens 1 Euro pro Stunde machst. Dicker, das muss doch, arbeite doch ein bisschen, mach doch mal was. So. Komm ins System. Aber inwiefern unterscheidet sich das?
im Grundsatz wirklich von der Sklaverei zum Beispiel nicht großartig. Und das ist kein, das ist von mir aus überhaupt gar keine Verschwörung oder irgendetwas. Das ist ja eine ganz, 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 ganz klare Sache eigentlich. Ich denke, zwei Dinge, die ich dazu sagen will. Oft denke ich, also wir beide haben schon mal gute Gespräche gehabt über das Vegetarier-Dasein sozusagen, kein Fleisch essen und so. Und seitdem, das ist schon länger her, seit einem Jahr oder anderthalb Jahren hast du mir mal erzählt, seitdem denke ich oft darüber nach und ich muss sagen, eine Sache, die, glaube ich, habe ich schon mal erzählt, worüber ich voll oft nachdenke. Kennst du die Situation, man ist in einem Dönerladen oder in irgendeinem Laden, wo es Fleisch gibt, Grill, bei irgendeinem Grillimbiss, da kommt eine, weiß ich nicht, jetzt nur als Beispiel, kommt eine junge Dame rein mit ihrem Hund und erzählt einer anderen Dame, oh, ich bin total tierlieb, oh, guck mal den Wow-Wow hier, oh, ich liebe ihn, ich tue alles für ihn, er war letztens krank, auch oh, mein Herz, und ich habe alles für ihn getan. Ach so, ja, ich nehme einen Döner mit alles und ein Ei ran. Weißt du, diese Situation ist in letzter Zeit so in meinem Kopf, dass ich denke, krass, wie Doppelmoral wir drauf haben. Und jetzt war ich, während Haftbefehl uns gerade anschreit, so, also, es läuft, ich rolle mit meinem Besten aus den Boxen. Jetzt war ich mit einer Freundin von mir, 3-4 Tage, du weißt, wegen meiner Schulter war ich ein bisschen out. Mhm. Und dann waren wir so farmmäßig unterwegs, Tiere spazieren, Handy aus und so. Und dann waren wir auf einem Weg, so ein Streichelzoo für Kids war das, ne? Links waren Babyponys so, Ponys so groß, wirklich super süß, Haare so wie ein Punker. Ne, du wolltest sie unbedingt streicheln. Und auf der rechten Seite vom Weg waren Schafe, ne? Schafe, ganz normal, auch süß, auch am Hängen. Ne? Und dann sage ich zur Freundin, sage ich so, ey, was ist der Unterschied zwischen denen und denen? Ne? Und sie sagt so, was meinst du? Ich so, warum landen die im Döner? Und wenn du das mit denen machst, dann aufschrei. Dann bist du ein Hurensohn. Warum? Und dann haben wir ganz lange darüber nachgedacht und gesprochen. Und ich habe für mich nur eine Sache sagen können am Ende. Also korrigier mich, beziehungsweise sag mir deine Meinung. Ich habe gesagt, weil die sehen süßer aus. Die sehen ja mein Gesicht, das kann man vielleicht mit identifizieren. Ich weiß es nicht. Es gibt auch Leute, die Pferd essen, aber... Andere Länder, andere Sitten, klar, natürlich. Aber reden wir mal über uns, über den Westen. Weißt du, wo rauskam als Pferdefleisch in Lasagne? Aufschrei! Dabei, warum? Also, weißt du? Also das ist Doppelmoral auf dem höchsten Niveau. Der Mensch ist aber komplett... Also dieser Dualismus, den haben wir die ganze Zeit. Und somit auch in der Politik, das will ich sagen. Somit auch mit Grün. Klar, du willst Grüne, du willst dies, du willst das. Trotzdem sagen die mal im Kampfeinsatz, weil Kompromisse und dann sagst du, Sklaverei ist nicht cool, bla bla bla. Entschuldige, wenn ich das sage. Aber dann fährst du doch einen überdimensionalen Benzer, der ja wiederum hast du, das ist so, wenn wir über die Probleme reden in anderen Ländern, Leute haben nichts zu essen, nichts zu trinken, bla. Also das ist kein Vorwurf an dich. Nein. Ich halte diesen Vorwurf auch immer weit hergeholt, wenn man sagt, ey, warum wirfst du deinen Cheeseburger weg? In anderen Ländern verhungern sie. Man muss immer auch das Koordinatensystem, wo man sich drin befindet, mit einberechnen. Aber wir nehmen uns auch nicht raus zu sagen, dass wir die Verantwortung für alles übernehmen können und möchten, und wir sitzen eben nicht mit hohen Gehältern im Bundestag und treffen Entscheidungen für alle. Ja, okay. Wenn wir das machen müssten, dann würde ich mit Sicherheit kein G63 fahren können, weil ich mich dann dem Vorwurf der Doppelmoral, dann müsste ich mich diesem Vorwurf stellen, so. Zumindest der Vorwurf, dass man jetzt ja... Jetzt kann ich sagen, ja, ich bin schon oberflächliches Stück Scheiße in gewissen Hinsichten. Aber nein, ist ja kein Problem, das ist natürlich so. Und trotzdem habe ich ja das Recht, mir Gedanken darüber zu machen. Nein, selbstverständlich. Und mir geht es auch nicht um sowas Banales wie Oberflächlichkeit oder so, sondern mir geht es darum, auch einfach Leute, Menschen wissentlich zu blenden, hinters Licht zu führen, Menschen auch auszunutzen. Also, selbst in der Wirtschaft gibt es natürlich, da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt Firmen, die sagen, wir produzieren teurer, kostet bei uns mehr, aber dafür müssen wir nicht irgendwie 3000 Menschen entlassen und dann unsere Werkstätten und unsere Fabriken in Tschechien oder in Slowenien aufbauen, um dort dann unser Zeug fertigen zu lassen, weil es dort uns irgendwie im Jahr 50 Millionen weniger kostet bei unseren 18 Milliarden Umsatz, die wir machen. Ja. So. Wahnsinn, ne?
Ja, Wahnsinn. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein eigentlich, aber das ist auch voll. Es gibt ja dieses, zum Beispiel die Budenbrooks, oder es gibt immer wieder diese Ansätze. Wenn wir es nicht machen, machen das die anderen, weißt du? Und dann denke ich immer oft, fällt auch, ne, wenn wir gerade im Hip-Hop gibt es ja dieses don't hate the player, hate the game. So. Und ich denke auch, dass man jetzt nicht unbedingt einer bestimmten Firma X sagen kann, hey, ihr macht Kinderarbeit oder keine Ahnung, ihr. Man kann sagen, unser System unterstützt das. Und man muss grundlegend am System arbeiten. Und es ist Wahnsinn, dass wir halt wirklich so viele so viele Köpfe auf diesem Planeten, so viele schlaue Köpfe, so viel erfunden, Smartphone, dies, das, hast du nicht gesehen, dieses Teil, diese Kamera, ISO 1 Million, aber keiner ist um die Ecke gekommen, der ein geiles System hat, wo man sagt, ey, jeder auf der Welt, keiner muss hungern, keiner stirbt an kein an Projekte. Erkältung. Im kleinen Rahmen gibt es ja. Es gibt Dörfer zum Beispiel, die Projekte haben, wo sie sagen, wir bezahlen nicht mehr mit Geld. Wir gehen zurück zum gleichberechtigten Tauschen. Okay. Und nicht dieses, ich bestimme einen Wert und gebe dir etwas, womit du dann diesen Wert woanders einlösen kannst. So. Aber du bist ja trotzdem davon abhängig, wer diesen Wert ermittelt und bestimmt hat, so, weißt du? Ja, ja, natürlich. Wer sagt denn, dass ein Kilo Weizen mehr wert ist als ein Liter Milch oder so, weißt du? Also, es gibt ja, wie gesagt, im kleinen Rahmen gibt es Menschen, die was ändern wollen und Projekte und so weiter, aber dass das alles nichts mehr bringt, unterm Strich so, ist halt schwer, dann auch nicht so auf diesen YOLO-Film zu geraten und zu sagen, scheiß drauf, Alter, ich nehme alles mit und fick drauf, ich sterbe bald. Nur damit ihr wisst, es läuft gerade, es läuft gerade Märtyrer. Ach, genau. Ich muss kurz nachdenken, ob das Auge oder Märtyrer war. Also ein kleiner Mini, das hier. Mini. Ich mache nochmal die hier an, damit wir nochmal ein schönes Bild von dir haben. In your face. Märtyrer. Gibt es. Guten Appetit. Gut. Du hast jetzt gesagt, du warst nicht wählen. Nochmal, wenn wir zu dem Punkt zurückgehen. Oh, das wird mich ficken. Die Leute, nee, warum? Ficken, ich verstehe die Ansicht. Obwohl, naja gut, ich würde sagen, ich kann mich da reinversetzen. Ich will nicht hier arrogant rüberkommen, so mäßig. Aber ich verstehe deinen Gedankengang, aber ich verstehe nicht, dass man nicht wählen geht. Also ich gehe Weimar und ich finde das irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich bin damit aufgewachsen irgendwie. Man muss wählen gehen. Man kann nicht dauernd bei Facebook schreiben, aber dann nicht wählen gehen, so weißt du. Oder man sagt nichts, dann geht man nicht wählen. Okay, weißt du, ich denke mir immer, heul nicht rum, dann geh wählen halt. Weil am Ende des Tages, was ich immer sage, ist, das Gute ist faul. Weißt du, das Gute ist faul. Weißt du, die in Anführungszeichen, die Bösen, die auch AfD, Pegida, die mobilisieren sich immer, was machen und so, die mobilisieren sich auch zu den Wahlen. Aber das Gute hängt ab und denkt, das wird schon. Ja, aber es wird ja, nicht. Dass ganz viele von denen, die das wählen, selber nicht mal böse sind, sondern das sind die... Ja gut, Pisek in der Haus. Wie war das nochmal? Battle Rapper von Rapper ja, mit. Ja, Pisek, klar. Die sind, Dicker, wir wissen es selber, die sind mega unzufrieden. Die sind perspektivlos. Sich selbst zunächst mal. Ja. Aber auch tatsächlich mit der Situation. Ich meine, aber es ist doch immer, wenn man mit sich selbst nicht zufrieden ist, dann... Ja, aber kannst du es denen verübeln, dass sie teilweise, wenn du die Wende mitbekommen hast und siehst, was mit dem Osten gemacht wurde und... Aber ich sag dir mal was anderes. Ich verstehe das voll. Ja. Über dieses Problem kann man reden. Aber
Glaubst du, also glauben die Menschen oder glaubst du, dass AfD zum Beispiel was ändern wird daran? Nein, natürlich nicht. Oder meinst du, die kriegen jetzt mehr Kohle dann dadurch? Nein, natürlich wenn nicht. Wenn AfD morgen den Präsidenten sogar oder den Nein, Kanzler es ist einfach, stellen weil würde. Ich will sich nicht der Hoffnungslosigkeit hingeben. Ja. Ey, ganz ehrlich, egal was wir hier machen, wir sind eh die Gefickten. Ja. Der Mensch will sich nicht in der gefickten Situation sehen. Der will nicht sagen, ja, ich wurde einfach gefickt. Ja. Ja. Das will man nicht akzeptieren so. Aber als ob, guck mal, am Ende des Tages sind wir alle gefickt. Wenn die morgen wollen, ja, wenn morgen ein Gesetz verabschiedet wird, dass wir alle eine Glatze zu tragen haben, dann tragen wir alle eine Glatze. Oder du landest im Knast, wenn du dich... Was willst du dagegen tun? Ja, aber wie soll so ein Gesetz doch plötzlich... Nein, ich spreche davon. Es gibt doch auch andere Gesetze. Zum Beispiel? Zum Beispiel, du musst... Es wurde über unseren Kopf entschieden. Du musst einen Personalausweis haben. Du musst. Aber das ist ja jetzt kein. Okay, aber das ist jetzt keine Sache, die plötzlich gekommen ist. Nein, ich spreche nicht. Ich sage bloß, du kannst im Endeffekt bestimmten Sachen kannst du eh nichts entgegensetzen. So. Zum Beispiel, dass du, wie gesagt, eine Grenze, dass du die Grenze akzeptieren musst. Du meinst Ländergrenzen und ja, so. Das finde ich auch irgendwie auf merkwürdig. Auf was basieren die? Ja, ja, merkwürdig. Ja. Auf was keine basieren Ahnung, die? Auf nichts. Auf Mord und Totschlag. Ja, genau, ganz genau. Die wurden mit Blut manifestiert. Ja, manchmal durch. Ich möchte für mich persönlich, ich möchte keine Blut. Für mich soll jeder, der hier in diesem Raum ist, egal aus welchem Land ist, soll mein Bruder sein und meine Schwester sein. Im besten Fall so. Für mich, ich möchte nicht, dass das in meinem Leben einen Unterschied macht, ob deine Eltern aus dem Iran sind und meine Mutter aus Deutschland und mein Vater aus der Türkei. Warum darf das überhaupt ein Thema sein? Ja, ja. Nach wie lange gibt es uns? 2000, sagen wir mal, nach 2000 Jahren Mensch. Warum muss das ein Thema sein? Warum darf das ein Thema sein, so weißt du? Und warum darf Rassismus zum Beispiel wieder salonfähig sein, so? Warum müssen wir uns überhaupt über sowas unterhalten, Alter? Wie pervers ist das? Dass Menschen jetzt eingeteilt werden oder klassifiziert werden nach ihrer Herkunft. Wo gibt's denn sowas, Alter? Wo gibt's denn sowas, Alter? Ja, wenn du so sagst, einerseits verstehe ich voll, was du sagen willst, aber wenn du fragst, wo gibt's denn sowas, kommt überall auf der Welt, in jedem Land. Leider. Hey Mensch, ich spreche auch immer, ich spreche im Endeffekt von der ganzen Welt. Leider ist das so, ne? Ja. Sag mal, weißt du... Oh, smoke. Sorry, ich will nicht vom Smoke. Nee, alles cool. Ja, also, es ist... Es ist ja, ja, der Mensch, diese... Guck mal, du hast ja gefragt, was ich mache, Entschuldigung. Ja, ja. Ich hätte laut der Gesellschaft und laut unserer gesellschaftlichen Vorstellungen und Normen, hätte ich mit dem Geld, das ich verdiene, mit dem Auto, das ich fahre, mit dem Status, den ich augenscheinlich genieße, hätte ich das Recht zu sagen, ich bin besser als 90% der anderen. Ich könnte hier reingehen und sagen, jeder, der nicht mehr Kohle hat als ich bin besser als er. Nach gesellschaftlichen Normen. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Ich habe dadurch keinen Vorteil. So. Mir ist es scheißegal, ob du mit dem Drive Now kommst, ob du einen Golf fährst, ob du ein Straßenpenner bist. So. Ich habe mir abgewöhnt, mich als was Besseres zu sehen, zum Beispiel. So. Liegt auch an meinen Eltern, weil meine Eltern mir das so erklärt haben. Und das möchte ich auch nicht von anderen akzeptieren. So. Sogar wenn jetzt jemand kommt, nur weil er einen Anzug trägt und gebildeter ist, warum ist er was Besseres als ich? Warum muss ich das akzeptieren, dass er besser ist als ich oder mehr zu sagen hat als ich? Warum sind seine Probleme sind wichtiger als meine Probleme? Warum? Nee. Ja, egozentrisch, das ist typisch menschlich. Ja. Und der Mensch ist zum Kotzen an sich, Alter. Und da muss man gucken, wie viel man für sich selber ändern kann und ob es was bringt. Aber ey, lass uns hoffen, dass das alles ein Test ist. Lass uns hoffen, dass das... Dass es weitergeht nach dem Tod, meinst du? Ob es im Paradies, ob es in der Wiedergeburt. Lass uns hoffen, dass das, dass die guten Menschen belohnt werden. Wäre doch schön so. Und von mir aus auch, dass wir für unsere schlechten Taten auch bestraft werden. Wäre in Ordnung. Ich wäre damit cool, Alter. Ich kann mit dem Konzept, für mich persönlich kann ich gut damit leben. Es würde für mich sehr viel Sinn machen. Ziemlich unfair gegenüber den Menschen, die sehr, also nicht so privilegiert wie wir, sagen wir mal, auf die Welt kommen, die dann quasi in Anführungszeichen Dinge machen müssen, die im Afterlife bestraft werden, weil sie ja sonst nichts zu essen hatten. Das weißt du, wie ich das meine? In Relation rücken. Ja, genau. Dass wenn ja. du nichts zu fressen hast und du musst deine Familie ernähren, dass du dann klauen gehst, ist doch wohl normal, Alter.
Aber wenn du eh alles hast und sagst, ich klaue einfach, weil ich es geil finde, von anderen ihr Zeug, ihren Kram wegzunehmen, so, dann bist du ein Bastard einfach. Weißt du, wer auf die Idee kommt, klauen wäre, also wie sagt man, du sollst nicht stehlen. Weißt du, was für ein Typ Mensch auf diese Idee überhaupt nur kommen kann oder was für ein Typ? Jemand, der was hat, meinst du? Genau. Auch wieder ein Einzeichen, weil du sollst nicht stehlen, kann keiner erfinden, der nichts hat. Da habe ich voll viel nachgedacht, wer auf sowas überhaupt kommt. Es wäre besser zu sagen, du sollst niemanden in die Lage bringen, dass er stehlen muss. Das wäre schöner. Das wäre auf jeden Fall, ja. Also eine andere Methode, das zu machen. Stehlen hat ja was mit Haben zu tun. Und du hast ja früher, keine Ahnung, vom König so und so. Wenn du, keine Ahnung, ein Reh geschlachtet hast, ne, Fleisch ernähren, da wurdest du ja geköpft für. Wenn wir jetzt in Europa uns befinden. Zeitlich. Ne, also dieses, du sollst dich denn viele Dinge, wo man sagt, ey, der Mensch soll sich so benehmen, dann denke ich so, das ist nur ein Obrigkeitsding, weißt du? Das ist nichts Intuitives, Moralisches, so, weißt du? Es sollte ein paar humanistische Grundregeln geben, an die sich alle Menschen zu halten haben, damit ein gemeinsames Weiterleben auf diesem Planeten möglich ist. Aber wir sind ja über den Schritt schon hinaus. Wir haben so viel zerstört und so viel gemordet und alleine, ganz ehrlich, jeder, der ein Kind getötet hat, jeder, der eine Familie entrissen hat, der hat sich so schuldig gemacht, das kann mir kein Mensch auf dieser Erde, und das ist mir auch egal, wie gesagt, ob der studiert hat oder ob er zynischen Rap macht oder ob er denkt, dass er, der kann tausendmal YOLO schreien, das ist mir scheißegal, Alter. In dem Moment, wo du befürwortest, dass Kinder getötet werden, bist du für mich ein schlechter Mensch. Und ja, aber das ist ja klar, oder? Das ist ja irgendwie klar. Bruder, in unserer Generation, für die Menschen ist es, für einen Großteil der Leute, selbst die in unserem Alter sind, ist es vollkommen normal. Die sagen, ja, das sind doch die Bösen. Ja, das sind doch die Braunen. Das sind die Rothäute, die Braunen, die dies, die das. Wir müssen dahin, wir müssen das Land befreien. Die wollen nicht von dir befreit werden. Die haben kein Interesse, von dir befreit zu werden, Alter. Die wollen, vielleicht wollen die das ganz anders. Und sogar wenn ein paar von denen das nicht anders wollen, ja. wer darf von uns denn sagen, naja, wir haben ja die besseren Kampfjets hergestellt, deswegen fliegen wir dahin und wir bomben die weg, weil ja, das unser Recht ist. Wer gibt dir denn dieses Recht? Wer hat dir dieses Recht gegeben? Wo ist der beste Urlaubsort, wo du warst? Schönste Urlaubsort oder wo du sagst, nice, fahr dahin, Roos, wenn du mal das Money hast, wie ich habe. Ach, danke. Koh Phangan, es war gar nicht teuer, aber war wunderschön. Koh Phangan in Thailand. Thailand habe ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich höre voll auf Thailand, schön. Ich habe immer Angst vor Thailand, ein bisschen. Ja, da gibt es auch Dirty Ecken so, aber Koh Phangan war schön, so. Malediven sind schön natürlich. Malediven. Aber es ist so, ja. Malediven ist so. Auch boring, oder? Ja. Ja, das stelle ich mir auch so vor. Ich denke, einen Tag könnte ich da Selfies machen, danach denke ich mir so, okay, was mach ich jetzt? Ich möchte gerne nach Vietnam so, aber die Türkei ist auch wunderschön so. Es ist, alles ist schön. Ich finde auch, Man weiß ja teilweise gar nicht, was im eigenen Land. Die wenigsten meiner Kumpels wissen, wie es im Schwarzwald aussieht. In Bayern. Ja, ich gehe nach Sylt. Ist wunderschön, Alter. Ich bin diese Sylt am Taizir, gehen. Warst du mal in Bayern? Obwohl, Taizir ist weltoffen. Der war schon in Kiel. Taizir, warst du mal in Bayern? Nein. Bitteschön. Aber er will wegfliegen 6000 Kilometer, aber weiß nicht, wie es in Bayern aussieht. Aber so sind wir ja alle, das ist, was ich sage. Ja, aber ist ja aber. Das ist allein unser Land. Es gibt schon so viel her, was wir entdecken könnten. Europa gibt Bamberg zum Beispiel. Fassbar sexy. Da 6 Stunden hinfahren, 3 um die Ecke, dann nur da ein Studio bauen. Soll ich einen Timbuk Melone haben, bitte? Ja. Ey, ich möchte auch sowas wie der hier, sowas. Molokka. Aber ist das mit Melone? Nee, das ist mit Minze und Ingwer. Achso, kann ich lieber das haben? Weil du meintest. Und ich nehme Timbuk Melone. Achso, ja, nimm Melone. Dankeschön. So. Ja, wir haben eine Stunde gequatscht, Alter. Ich könnte mit dir 3 Stunden noch darüber reden. Ja, ich merke auch, dass ich mich immer versuche, auch selber zu zügeln. Sobald die Dinger aus sind, kann man dann auch nochmal anders reden, ja. So, aber so, ich... Gut, Freunde, auch bei der ganzen Politikgelaber, wir sehen uns eh im Outro wieder, aber man darf nicht vergessen, dieser junge Mann hier, SAV, King of Rap. Aber das bedeutet gar nichts, es spielt alles keine Rolle. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, aber Sadamos neues Mixtape ist am Start. King of Rap, aber es hat keine Bedeutung. Aber wenn ich sage, ein anderer ist vielleicht King, aber Roos, warum machst du so diese...
Nein. Bruce, warum machst du diese? Oder mit mich, für mich ist das ein klarer Fakt. Ich sag mir eine Sache. Ja, Bruder. Zu Rugged Man, der ist auf der Platte. Das wollte ich dich die ganze Zeit fragen. Ist das ein Jugendheld von dir? Nein, jemand, den ich immer sehr respektiert habe. Aber Jugendhelden sind Too Short, Ice Cube, MCA. Das sind meine Jugendhelden. Du hast dieses Lied gemacht, das ist absolutes Favorite-Lied aus der Deutschrap-History, wo du so aus der Sicht von, du sagst, ich mache das wie der. Ach will, so, Keep It Gangster. Keep It Gangster, ich fahre das. Ich war mit 8 MC8, mit 10 Mac 10, mit 40 E40 und immer noch Rap-Fan. Guck mal, du hast das gerappt vor 100 Jahren, E40 war da schon 100. Und dann hat er jetzt vor kurzem wieder diesen Hit gehabt. Krass, wie sich das ändert, diesen Choices oder wie das heißt, ne? Ja. E40, Alter. Diesen Track habe ich sehr gefeiert. MC8 hat in meinem ganzen Freundeskreis niemand gehört oder gefeiert. Oder das, ne? Sir Lancelot, wie hieß der nochmal? Sir Mix-a-Lot? Ist ja, das Mix-a-Lot? Sir Mix-a-Lot, ja. Genau. My Anaconda läuft gerade. MC8 war straight up Menace. Oh mein Gott, wenn er angefangen hat, Feuer, ne? Alter. Wake your punk ass up. For the 93 shot. Ah, das war geil. Und wenn du nicht der King of Rap bist, wenn du morgen auf den Mars musst, wer ist der King of Rap? Weil nachdem ich Estradamus gehört habe, habe ich gedacht, Sammy Deluxe, was für ein mieser Part. Tschüss, Sammy. Aber Bruder, ich bin ja auch nur King of Rap nach meinen subjektiven Vorstellungen, was ja, der deswegen, King of Rap sein muss. Sag mir was, nach deinen, nur nach deinen Essa-Vorstellungen. Nur nach meinen. Nur nach Essa Entertainment. Also man muss live überzeugen, 100%. Man muss Songs haben, die Leute mitmachen können, die auch in irgendeiner Form auch vielleicht catchy sind. Man muss lange am Start bleiben können, so wie KRS-One immer gesagt hat, so Langlebigkeit ist genauso viel wert. Wenn du weg bist, du bist auf dem Mars, du und Matt Damon seid auf diesen Mars-Film am Schieben. Wer ist es? Kannst nicht beurteilen. Gib die Krone jemand. Nur so fiktiv, subjektiv, spaßmäßig. Gib die Krone. Ich dachte, du sagst Sammy jetzt einfach, weil er so einen Killer-Part auf deiner Platte hat. Ja, natürlich hat er einen Killer-Part. Er ist lange dabei, ja. Er ist unfassbar flexibel und gut. Aber wer bin ich, dass ich jetzt Sammy, weiß, der so ist schon wahrscheinlich länger sogar auf Deutsch rappt als ich. Das ist dann, das wäre jetzt auch ein bisschen Dankeschön, das wäre ein bisschen hochnäsig jetzt sowas zu sagen, so weißt du. Also gut, wie erwartet, keine konkrete Antwort, aber ich wollte eine Discussion kommt, haben. Ja, nein, das ist auch schwer, es ist auch eine unfaire Frage, muss ich sagen. Also, Freunde, Estradamus ist am Start. Datum war nochmal, sag's nochmal. 28.10. Also jetzt bald. Yes. 28.10. am Start. Ich freue mich. Wir sehen uns auf der Tour. Ich werde auf der Tour am Start sein. Sag nochmal die Tour-Dates. Ab Januar, keine Ahnung, also sind auf der Website. Das ist noch, okay, ja, das ist noch hin. Im neuen Jahr 2017. Ruse. Schischkan in Berlin. Ich versuche mein Vorhaben seit Jahren. Sag nochmal Schischkan. Ja, Schischkan. Schischkan, Richard-Wagner-Straße 54, Berlin-Charlottenburg. Ich will nur eine Sache sagen, mein Vorhaben seit Jahren, bitte schreibt in die Comments, wenn ihr mich unterstützen wollt dabei. Seit Jahren besuche ich Savas immer im Backstage, bevor er auftritt und rapp ihn seine Lieder falsch rum vor. Versuch, rauszubringen. Du hast es schon oft genug geschafft fast, Alter. Wirklich? Ein Talk mit Cool S. Es kommt auf jeden Fall noch was. Wir sind nämlich mit dem Auto ein bisschen durch die Gegend gefahren in Berlin, haben auch noch mal ein bisschen gequatscht, auch ein bisschen über Hip-Hop, über sein Album und so weiter. Das kommt auch noch, Freunde. Aber jetzt erstmal eure Meinung. Klar, ihr habt es verstanden. Wir haben das Gespräch geführt, bevor Trump Präsident wurde. Also falls du es noch nicht mitbekommen hast, ja, deswegen immer dieses Konjunktiv, dieses Was wäre, wenn. Hätte, wenn, habe, Kette, Fahrradkette. Vegan, Frutaria. Ich esse sowieso nichts, was in Schatten wirft, ja, sowieso. Aber was haltet ihr davon, ja? Welt verändern, darüber nachdenken, über die ganzen Konsequenzen unseres Konsums nachdenken. Ist das schon eigentlich Verschwörungstheorie? Ja, man weiß es ja. Man kann ja heutzutage nichts mehr sagen, ohne dass irgendeiner sagt, ah, Verschwörungstheorie. Klar, was haltet ihr von der ganzen Sache, die Thematik Auge in die Kommentare? Macht ein Auge in die Kommentare, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Channel hiphop.de. Lasst ein Like da und auf jeden Fall, Estradamus ist draußen, ja, Freunde. Das Album hat sehr gutes Feedback bekommen von euch, ich habe es gelesen, aber was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Comments und ja, ein weiteres Video mit Cool Ass kommt, demnächst kommt auch ein,
will es nicht sagen, Freunde. Was los? In the making. Freunde, Gangzeichner. Horyuken.